Hey you guys, willkommen zu White Hunt with Witcher 3. Mein Name ist Rockstar. Ich bin Saul. Und ja, wir haben jetzt ein paar Fragezeichen gemacht und ich würde mal sagen, damit machen wir auch weiter. Dann das nächstgelegene ist links. Rechts haben wir soweit alles erledigt. Dann hier, dann nehmen wir das hier mit. Ja. Alles klar. Auf und davon. Plötzlich ist auch schon da. Oh, ein Bild. Wo kommt der denn her? Komm schon. Oh, schön. So. Das haben wir dann auch erledigt. Natürlich droppst du wieder nichts. Weil er ein doofes Sau ist. Aber. Das nächste hat verdorben. So sieht's aus. Ja, im letzten Part haben wir recht viel geschafft. Wie fehlt euch? Und ja, jetzt geht's hier weiter. Los, lauf! Wenn man plötzlich wieder hier seine Faxen aufhört. Ja. Das ist ein Pferd mit Charakter. Ein dummes Pferd, am besten noch zu sagen. Aber wir wollen ja hier gute Plätze nicht niedermachen. Ja. Na, kriegst du das noch mit und wirft uns an Dorn ab? Na, das ist so schlecht. Wolfe. Okay, Wölfe. Nee, ist zu knapp. Oh, wir haben noch eine Quest hier. Quest? Hi! Ja, diese Ach ja, der ist voll die Idioten. Komm, wir machen die daneben. Ja, was sagst du jetzt? Wir haben ein Feuer ausgemacht. Den Kaufmann. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexakodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr. Geschlürfe, etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir, ich flehe dich an. Gut, ich suche nach deiner Schachtel. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. So. Das Teil ist hier hinten abgekommen. Ja. Sieht man auch schon hier an den Spuren. Wagenspuren. Sie führen in den Sumpf. Hier müssen wir ein bisschen aufmerksam sein. Wegen den Ertrunkenen. Und eher wegen den explodierenden Wolken. Ja, das auch, aber. Da haben wir schon den ersten. Ja. Dadurch, dass wir jetzt ja nachts hier in dem Sumpf sind, sind natürlich auch mehr unterwegs. Ja. Ah ja, steht ja auch noch aus. Verdammt. Und komm her. Ja, nee, hast du doch keine Lust. Da ist der Wagen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespickt. Das ist wieder, weil man so viel looten will. Ein Pfeil. Oh, den hat er nicht erwähnt. Ja. Vergiss den Typen nicht. Ja.
Blablabla. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Oh mein Gott. Das war weiter hinten, die Kiste. Hier weit hinten? War noch nicht da. Hinter dir. Ja, top. Hier irgendwo war die. Ja, würde ich auch sagen. Wo war die jetzt noch? Die hatte ich doch auf Anhieb gefunden. Da vorne liegt sie rechts. Ja. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut bespritzt. Menschenblut. Ach, das ist wieder hier. Sowas. Wir kommen Geralt nicht durch. Nee. Das fehlt eigentlich noch. Eine Duckenfunktion. Ja. Aber wie sagt man so schön, ein guter Hexer bückt sich nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass er mittlerweile das Springen gelernt hat. Das konnte er in den anderen beiden Teilen gar nicht. Er konnte auch klettern an gewissen Stellen, aber springen konnte der nicht. So, dann würde ich mal sagen, dass wir kurz hier speichern. Falsche Taste. Weil... Warte, das ist hier... Naja, die Freitagsdatei. Die, ne? Ja. Weil diese Quest ist noch ein klein wenig verbuggt auf dem Rechner, denn wir können diesen Mann nicht entlarven. Denn wenn wir das tun würden, dann heißt es plötzlich nach einer Ladepause, dass wir tot sind. Hast du die Schachtel? Deswegen sagen wir hier auch ganz klar ja hier. Weil wir haben Warte, ich will das trotzdem nochmal. Du willst das nochmal nachschauen, okay? Ja, ich habe deine kostbare Schachtel gefunden. Und dazu jemanden, der verdächtig nach einem Kutscher aussieht, mit einem Pfeil im Hals. In diesem Sumpf gibt es keine Dryaden und Ertrunkene und Wasserweiber verschießen keine Pfeile. Da es keine weiteren Verdächtigen gibt, schätze ich also... Vorsicht! Hinter dir! Hinter mir ist nichts. Ich bin ein Hexer. Ich hätte es gehört. Wie ich dein Herz höre, das klopft. Wie das eines Lügners. Du solltest hoffen, dass du besser reitest, als du lügst. Kommt die Ladepause, der Controller vibriert und danach sind wir tot. Ja. Als ob wir dreimal getroffen wären. Mit deinem schweren Schlag. Nee, doch nicht. What? What the fuck? Okay. Hä? Wir haben das aber nicht geträumt, oder? Nein, das haben wir nicht geträumt. Ich weiß, wir waren sehr fertig heute Morgen, aber. Du rück mal rein. Ach, Quest gescheitert? Kostbar auf 8. Weswegen das denn jetzt? Dann lad nochmal neu. Ich will nicht, dass die scheitert. Das ist Erfahrung. Wahrscheinlich haben wir irgendeinen Hinweis noch nicht gesehen. Nee, manuelle Speicherung. Oben Bestie vom Weißgarten, manuelle Speicherung. Wo denn? Dritte von oben. Das? Ja. Das haben wir vom Sonntag. Ach, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag. Ich weiß, es ist sehr verwirrend, aber heute ist Sonntag. Auf der Suche nach jetzt kommt ja der Müll wieder noch rein. Freundin und Geliebten gelangte Geralt ins Dorf Weißgar. Ja, das müsste man am besten überspringen können, aber... Ja, also wir finden jetzt auch schon Teil der Sachen, über die wir meckern. So sehr wie uns das Spiel flasht, wir finden Sachen, die wir lieber meckern können. Wo wir immer meckern können? Ja. So. Ja, dann lassen wir den... Nein, Start. Da ist er doch. Ja. Wir sprechen ihn an, sag ja hier und fertig. Genau, zünden an. Oh, und? Hast du die Schachtel? Hast du die Schachtel? Ja, hier und jetzt verpiss dich. Bisschen feucht, aber intakt. Endlich ist das Glück mir hold. Dir auch, Hexer. Hier, das versprochene Gold. Gute Reise. Gute Besserung. Nochmal vielen Dank. Temerien vergeht nicht, solange wir leben. Ich will den angreifen. Dann reite ich den jetzt hinterher. Nein. Du hast noch was auf der Karte, was du erledigen wolltest. Ach ja. Ich vergaß. Nochmal Glück gehabt, mein Freund. Wir sehen uns bald wieder. Geralt von Riva, Hexer. Oh, verdammt.
Habe ich ja komplett vergessen, dass das ja ein bewachter Schatz hier ist. Umkehren oder weitergehen? Wir haben das Ende der Welt erreicht, das passiert dann halt einmal. Wow, what the fuck, das Mist, die hat uns angespuckt. Da ist das Wasserwald. Wow. Warum spuckt das Mistvieh uns immer an? Da ist es. Haus kaputt. Jawoll. Stirb, Wasserweib. Stirb, das Weib vom Wasser. Oder wie auch immer. Ja. Die Ecke müssen wir einmal genauer anfinden. So einen bewachten Schatz haben wir auch fertig. Weiter geht's. Hier haben wir direkt ein zweites. Ich glaube, das war ein Ort der Macht. Ja, glaube ich auch. Komm, Plätze, auf geht's. Auf langsamer. Und davon. Verdammt, bist du hässlich. Oh, das war das geile Lager. Genau. Halt dich zurück. Lass was zu dir kommt, lass zu dir kommen und lass Metzler ab, aber... Ja, da bekriegen sie sich wieder. Ja, da haben wir nämlich für... Oh, weißt du wohl, ein Wrack oder was auch immer. Ach, verdammt. Hier ist auch wieder, hier merkst du auch richtig schön das Vipernschwert, weil ja. Die Wölfe vergiftet, sind ja vergiftet und sind dann damit auch draufgegangen. So, war das Banditenlager ganz leicht. So, weil die Wölfe uns geholfen haben. Ja, die Best Friends. Best Friends, deswegen haben wir nachher auch die restlichen umgebracht. Ja, ist ja nichts mehr. Ja, hier noch. Salpeter. Das ist gut für Bomben. Was haben wir? Ja, das war's schon. Ja. Hier haben wir noch hier ein paar Hunde zum Looten. Aber wozu? Wozu? Oh, wir sind überlastet. Okay. Wie viel sind wir denn überlastet? Tatsächlich, 1 Kilo. Schmeißen wir hier Schwerter weg oder so. Schmeiß mal ein Schwert weg. Machen wir sofort das nächste. Ist das hier unten? Reite einmal zu dem Sägemühlen-Dingen. Und dann teleportiere dich mal ins Lager, um einmal zu verkaufen. Ja. Damit wir einmal Platz haben, nicht, dass wir nachher da nicht alles mitnehmen können. Die 2 Minuten haben wir ja. Leider brauchen sie ja nicht ganz so lange hier. Ist ja nie Gott sei Dank nicht Oblivion hier, ne? Ja. Hey! Grünfrei. Schön, wie sich wieder die Bäume im Wind wiegen. Oh ja. Leise schon. Oh, Schnellreise hoch zum Nilfgaardischen Garnison. Um halt die Schwerter und alles zu verkaufen. Um alles zu verkaufen, was irgendwie so nagelfest ist. Ja, Leute, ich weiß, ich bin da. Ja, probier nicht wieder was zu klauen, wir wissen, wie das ausgeht. Oh ja. Willst du spionieren oder? Naja. Zeig mir deine Waren. Ja. Zeig mir deine Waren. So. Dann verkaufen wir mal wieder. Machen wir dem armen Mann mal noch ärmer. Ach, so arm ist der gar nicht. Ah, dann machen wir jetzt die arm. Ist schon mal um eins besser, ich weiß gar nicht, wo wir die her haben. Ich auch nicht, aber... Die ist auch besser, die beiden waren natürlich auch. Das kam weg, das kam weg. Schlechter. Mein Gott. Dann haben wir eine... Dann haben wir das alles eingesammelt. Ich habe keine Ahnung.
Dann kannst du die da ganz oben auch verkaufen. Dann könntest du die plus 4 da lassen. Die ist ja schlechter dann gegenüber der. Schauen wir mal wieder ganz viel Platz. So, dann die Halskette, die verkaufen wir auch. Ja, nee, das können wir nicht verkaufen, ist mir schon klar. Bis dann. Und jetzt kleiden wir uns einmal wieder neu ein. Mann, sieht Geralt fett in diesem Scheiß aus. Machst du nichts. Ich repariere mal ein bisschen. Ja. Oh, den Müll verkaufen wir jetzt auch nochmal. Willst du spionieren oder? Zeig mir deine. Schauen wir 700 Gold, ey. Nun ja, die werden sehr schnell vorbeigehen, weggehen. Ich würde sagen, den verkaufen wir auch für 60. Ja. Offstream, wenn man dann mal auch die ganzen Plunderklamotten mal auflösen in das, was wir hier brauchen können. Ah, vergiss nicht, Diebstahl und so. Das ist mir egal. Das hat keiner gesehen. Okay. Naja, ich fliege mich auch rum. Aber, guck mal hier hin. Rennen und dann springen. Hui. Denn hier hinten sind auch noch schöne Sachen. Ja. Machen wir Start. Ein Schwert haben wir aufgesammelt. Zwei sogar. Der schlechte, auch schlechter. Okay, hat sich erledigt. Ich bin der Meinung, dass es auch hier tief genug ist. Yeah, Schlepper, geil! Mach mal Hexersicht. Vielleicht siehst du hier auch noch eine Truhe oder sowas. Nee, das ist keine Truhe. Aber hätte ja sein können. Das war cool. Ja. Ich sehe schon kommen, das werde ich nachher immer machen, wenn ich in dieser Ecke bin. Und dann kannst du ja wieder zurück zur Sägemühle und von da der die Quest nachverfolgen. Ja. Ich finde es immer noch so geil, dass diese Klamotten auch so lange nass bleiben. So, dann haben wir auf jeden Fall die Klamotten alle. So sieht's aus. So, dann machen wir den nächsten Fall, also das nächste Fragezeichen. Ja. Das ist hier das kleine Dorf, was. Ach ja, da mussten wir ja auch Ghule. Die Besiedlung, ja. Die Ghule vertreiben, um die Siedler wieder einzusiedeln, sozusagen. Ja. Da sind es doch schon die hässlichen Leichenfresser, wie sie auch hier im Spiel genannt werden. Kommt her! Wunderherrlich. Einer ist noch da. Dort Karte. Hier geradeaus, da oben hängt er. Das ist auch geil, du hast es gerade mit dem Schwert an den Zaun kaputt gehauen. Okay. So, damit hätten wir die Ecke auch befreit. So sieht's aus. Ey, wenn du überlegst, ne, wie viel Gutes wir tun und was nachher am Ende passiert, dann denkst du auch, Alter, was für Arschlecker. Stimmt auch wieder. Oh, geil. Boah, das hat auch nicht gefunden. Weißt du, Hexe, woher kommst du? Was immer die Leute reden. Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Ja, da reden wir nochmal weiter drüber. So, hier können wir unsere Gegenstände verbessern. Ja. An der Schleifmaschine. 15 Minuten lang haben wir jetzt einen besseren Schwertschaden.
Woher kommst du? Oh, hier ist ein Händler. Hier? Ja, da. Kaufmann. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Na? Vielleicht können wir dem jetzt auch ein bisschen was verhökern. Ja, die Schwerter. Aber der hat nicht so viel Kohle. Das macht ja auch nichts. Fistech, okay, das behalten wir. Silberne, den behalten wir auch. Eigentlich, was wir hier alles sehen, können wir alles gebrauchen. Fast alles. Wir hatten letztens rausgefunden, dass es ein paar Sachen gibt, die wir nicht gebrauchen können. Ja. Aber von dem, was wir hier sehen, können wir eigentlich alles gebrauchen. Können wir alles umwandeln. Boah, wenn wir umtauschen können, gucken wir, wie viel Orens wir haben. Ja. Nett. Lebet wohl. Lebt wohl. Schade. Da ist ein Wolf. Wolf. Gott. Komm her. Sei gegrüßt. Nein, nicht du. Lebt wohl. Wegen dir ist der Wolf gerade weg, du Sau. Nein, die hier sind links. Hier hinten. Hä? Was ist das denn? Das ist ein Neckar. Cool, die gibt's hier auch. Ja, aber macht sehr viel Schaden. Mach's platt. Das ist Neckar. Ja geil. Das ist, hier gibt's Neckar. Das ist ein Neckar. Das ist auch ein Monster für eine Monsterart in dem Spiel. Wow. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Diese Dinger sind flink. Ja. Leichte Angriffe. Schweren können die ausweichen. Das muss es gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall mitnehmen, was du von denen kriegst. Wir haben hier gegen die Wölfe gekämpft, anscheinend. Weil hier sind 1000 Wölfe tot. Wow, wusste ich gar nicht, dass das... Ach, nö. Gib mir mal lieber Heilung. Ey, wie geil ist das denn? Ja, für alle, die jetzt sehen, warum rasten die beiden denn so aus? Wir sind ja in dem anderen Spielstand schon mit der Region hier fertig. Ach, wir haben keinen Neckar gefunden. Weil wir wahrscheinlich nicht hier hingeguckt haben, durchgeguckt haben. Möglich. Möglich. Mein Gott, wie viele Leichen hier rumliegen. Ja, hier war Krieg zwischen den beiden Fahrzeugen, glaube ich. Ich habe auch noch einen Neckar. Irgendwo. Naja. Ja. Die graben sich aber gerne ein, oder? Ja. Sind auch, zählen auch als Leichenfresser. Okay. Neckar. Oh, der war schön. Ausreichen. Was jetzt, du Stück Dreck? Man merkt, wir sind im Kampfsystem drin. Oh, wir haben uns dagegen gekriegt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, haben wir. Ja, ich weiß, wie das mit dem Untergehen funktioniert. Gehen wir nicht auf den Sack. Oh, Zeichen, diese Intensität 5. 10. Ja, ja. Zeichen sind jetzt schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja. Wie krass. Nekrophan. Nee, nein. Deine Ordide. Sieht aus wie kleine Gollums. Ja. Das ist so Motto, mein Schatz und so. Da hinten ist noch irgendwas, wahrscheinlich noch ein Neckar. Ja. Jetzt fällt mir auch ein, wir haben da eine Aufnahme gehört. In den Preview-Dingern. Ja. Und dann hat er doch gemeint, oh, ich erkenne das, das sind garstige kleine Wiester, die Gera viel Probleme machen. Nice. So, haben wir da irgendwas in der Nähe? Er will nicht. Egal. Ja. Da unten. Würde ich sagen, nehmen wir das mal mit und dann war es das auch schon wieder für diese Episode. Ja, würde ich auch sagen. Auf und davon, Plötze.
ist jetzt mein Standardspruch. Gut, bitte kommt. Wie so aussieht. Zelda-mäßig. Nö. Banditenlager. Oh ja. Den kann ich eigentlich mit dem Schwert vom. Jetzt bist du dran. Der Bastard Zauber! Der Bastard Zauber! Ihr seid auch Bastarde. Du bist so gut wie tot. So kann man das natürlich auch regeln. Ja, es sah sehr ungeschickt aus, aber es war alles geplant natürlich von mir. Ja, nee, ist klar. Auf jeden Fall hast du so schnell Daumen gekriegt. Ja, ein Schlag. Oh, schön zerteilt. Hast du fein gemacht. Ich weiß. Was ich gut kann, sind Menschen zu teilen in Witcher 3. Ich bin dafür, dass Menschen immer teilen sollten. Je nachdem, wie man es verstehen will, ne? Ja. Katakana? Den haben wir auch nie gefunden. Nee. Hier findet man wahrscheinlich auch Lager, die gar nicht eingezeichnet sind, sondern so random. Weil an das hier kann ich mich nicht erinnern. Ich meine aber, das wäre da gewesen. Meinst du? Ja. Stimmt. Okay. Haben wir noch Zeit? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also müssen sie leider warten, bis wir das letzte Fragezeichen machen, nämlich in einer Folge. Und wir müssen leider wieder sagen, see you guys, wenn es mal wieder heißt, Let's Play Witcher 3. Wir sehen uns. Tschüss.